Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt diesem Spiel mal ein bisschen näher und schmeißen uns mal wieder in die Welt von Dark Souls. Wie eben auch schon ein paar Mal am Anfang gesagt. Sound, wo bist du? Ah! Ich habe nur gerade spontan nichts gehört, nachdem alles die ganze Zeit so laut war. Ja, wir haben in der Burg von Lothric uns gut ein bisschen umgeschaut und gut Stuff gemacht. Und wollen nun weiter oben. Ins große Archiv. So, ich habe beim letzten Mal, oder zwischen letzten Mal und diesem Mal, ein bisschen an der Lautstärke mal was gemacht. Müssen wir nur gleich mal sagen, wie es denn für euch gleich so klingt, wenn wir mal ein bisschen Hintergrundmusik bekommen. Weil es klang jetzt gerade echt leise. Wenn ich bedenke, ich habe auch das Intro die ganze Zeit gerade runtergedreht gehabt. Also eigentlich war das sogar noch leiser. Lauter. Na gut, dann wiederum Dark Souls und Hintergrundmusik. I don't know. Aber hört ihr den Wind? Sagen wir es einfach mal so. Und hört ihr, wie mein Schwert gegen die Statue knallt? Und passt das auch ganz gut zu meiner Stimme am besten auch noch. Alex spürt den Wind sogar. So. War ich da? Muss ich auch gleich nochmal gucken. Passt ganz gut. Jo. Dann schauen wir doch einfach mal. Ich glaube, hier war ich einmal kurz und da fehlte der Aufzug. Den muss ich wohl woanders finden. Na gut. Dann gucken wir hier rein und schauen uns, was uns töten will. Der Kristallweiser. Okay. War mal ein Boss. Ist jetzt ein random Gegner. Okay. Versuchen wir ihn mal wieder zu finden. Nein, nein. Bleiben Sie hier. Hau zu! Ja, nice. Immerhin, Funkeltitanit erhalten. Oh, da läuft jemand rum. Hallo? Wer bist du? Aua! Schmerzen bist du. Aber ich kann genauso gut Schmerzen zurückgeben. Angekotzt aus der Entfernung. Yikes! Moment. So. Und. Oh, der ist sogar ein bisschen stärker. Aber kann auch nichts. Hm. Ah ja, stimmt. Ich heile mich automatisch. Das vergesse ich jedes Mal. Jetzt habe ich das Spiel wieder hier neu anfangen, denke ich mir so. Ach ja, ich. Hi! Wie bin ich denn ausgewichen? Jonkes, danke für 13 Monate Treue. Super geil von dir. So. Gut ausgewichen. Ja, na klar. Oh, hi. Dich habe ich sogar gesehen. Bei dem eben. Naja, bin ich einfach nur rumgelatscht. Ah gut, das heißt, ich muss jetzt auch immer so ein bisschen herumgucken, dass mir da keiner auf den Kopf kackt von oben. Das sieht... Was? Nein. Später vielleicht.
Aber ich wollte jetzt meinen Kopf nicht in Wachs tauchen. Das klingt eigentlich nicht so gesund. Im Normalfalle. Hi. Komme ich zu dem hin? Hier rum? Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. So ein ganz ekliger ist das. Okay, let's fight. Aua. So, meine ganze Ausdauer kostet einen Schlag reinzukriegen. Nein! Alter. Die Evil Ritter. Ich hasse sie! So. Besser eine Heilung zu viel als zu wenig. Bleiben Sie mir fair. Au! Alter! Du hast doch einmal kurz gepiekst. Oh shit. Oh shit. Meine Güte. Immer richtige Tänzkämpfe hier. So. Da wartet auch noch so ein Guy. Eine Kristallglocke. Okay. Das sah eigentlich ziemlich cool aus, wie ich das Ding einfach aufgetreten habe. Na, guck mal. Von oben kommen wir da auch ganz gut hin. Hallo? Ne? Plötzlich ist ein zweiter. Schaden genommen beim Runterfallen. Leider kann der ein bisschen schneller angreifen als ich. Finde ich nicht so nett. So. Orientierung. Ne? Das habe ich genau gehört. Von wo? Wow! Alter! Was ist der denn? Okay. Also irgendwo da oben schießt er auf mich runter. Und ich kann an den Schüssen leider auch nicht erkennen, aus welcher Richtung genau das kommt. Dann gehen wir erstmal weiter. Und kommen später nochmal drauf zurück. Da hinten lang, ne? Hier ist sonst nichts. Kann ich von hier aus vielleicht was sehen? Der riecht mich einfach. Der schießt ja durch die Wände die ganze Zeit immer durch. Oder gegen die Wände. Da hinten. Ob ich den von hier aus erwischt bekomme? Nee. Wobei, Moment. Ob ich den von hier aus erwischt bekomme? Vielleicht. Okay. Hallo? Das klang zumindest sehr nah. Moment, ich glaube, hier war ich noch nicht oben, oder? Nee.
Ach, da ist er erschienen. Ja, Moment. Jetzt ist er da. Einfach wieder wegporten lassen. Wow. Jetzt ist er da auch weg. Jetzt ist er dort. Okay, erstmal wieder abhauen. Bewegt er sich auch? Schon so ein bisschen, ne? Als ob. De! Wie einfach von der Säule geschützt wird. Danke. Ach da. Yikes. Da hat er mich leider zu Tode gekomboot. Also ich glaube, da hat uns leider der Gegner ein bisschen gekäst. Indem er sich einfach hinter einer unsichtbaren Wand versteckt hat. Fand ich jetzt nicht so geil, leider. So, spawnen Sie bitte neu. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Einfach mal weggeboxt hat der Sack. Tschüss. Ja. Dann dürfen wir uns ja noch mal in Ruhe durchschlagen. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wo er ist. Nein, lass das. Problem ist... Wow, das da ist mein Problem. Ich spiele ja aktuell Code Vein. Und da ist leider die Knöpfe für Angreifen... Und für Laufen leider so ein bisschen anders als hier. Und das bringe ich gerade leider ein paar Mal durcheinander. So. Kommen Sie mal runtergesprungen. Kriege ich den von Yosef überhaupt erwischt? Ne, so nicht. Bisschen höher? Na, ein bisschen niedriger. Ja. Bleibt mit dem Kopf genau dort. Danke. Jetzt müsste er über mir wieder erscheinen. So, und jetzt beweg dich bitte nicht. Oh shit, da kommt der Regen. Ich kann euch gleich gerne sagen, wie mir Code Vein gefällt. Sobald wir den da aus dem Weg geräumt haben. So.
Oh shit, das ist der Schnell. Alter. Der Schaden. Was war das? So, ja. Hab ich ihn erwischt? Nein. Ich glaube aber, ich höre jetzt aber auch, ihn hier versucht aus der Entfernung zu snipen und gehe jetzt einfach mal weiter. Und hoffe einfach mal, dass ich irgendwo hier nach oben kann oder so. Komme ich hier nach oben zu ihm hin? Erstmal dicht aus dem Weg. Hi! Okay. Plötzlich wollten die Bücher mich greifen. Ne? Ah, okay, ich dachte, mir war noch was. Richtige Trap einfach. Kann ich aufschlagen? Nein, die können mich einfach verfluchen. Aber ich kann denen nichts tun. Toll, der ist ja noch einen höher. Kann ich die runterschlagen? Ja, immerhin. Der kotzt da schon wieder über mir rum. Ich muss mal noch eine Etage höher. Ich gehe mal wieder runter. Moment. Das ist gerade doch ein bisschen viel, womit ich hierzu geballert werde. Wisst ihr, was das Problem ist? Der hatte so einen luftigen Mantel. Ich habe keine Ahnung, wo ich da treffen soll. Das ist wahrscheinlich so ein richtiges, dürres Klappergestell einfach unter diesem Mantel. Und ich treffe den einfach nicht. Und weg. Jetzt hat er wieder aufgetaucht. Kann ich ihn da durchtreffen? Nein, natürlich nicht. Hä? Irgendwie hat mir das gerade gar keinen Schaden gemacht. Also so wirklich gar keinen Schaden. Also ich akzeptiere das, ja klar, gerne, aber... Mögen Sie mich bitte nicht von da oben ankotzen? Kann ich den da durchtreffen? Nice. Haben wir die schon mal weggecheased. Also ich weiß, wenn ich bei vollen KP bin, überlebe ich das genau so gerade. Jetzt hat es mir Schaden gemacht. Yikes. Ist einfach
predicted hat, dass ich da rauskomme. So. Komme ich von hier aus überhaupt irgendwohin weiter? Schon wieder keinen Schaden gemacht. Okay. Ah ja, Moment. Alter. Ich hasse den schon ein bisschen. Treffen die mich hier auch? Nee, die schießen ja nur nach unten. Ist es jetzt endlich Zeit? Ist es endlich meine Cheese Time gekommen? Weil er mich hier hinten nicht treffen kann? Nevermind, ich kann ihn aber auch nicht treffen. Nö! Was? Also ich glaube... Ich darf mich jetzt einfach nicht mehr wegbewegen, weil die Magie von dem Gegner kommt genau bis vor meine Fresse. Und da ist die Range dann vorbei. Okay. So. Schau mal, ob ich dich jetzt erwische von hier aus. Ich höher schieße? Nee. Also das trifft in jedem Fall nicht. Anderer Versuch. Also ich glaube, ich muss da schon leider noch ein bisschen höher. Ich muss so ein bisschen auf meine Pfeile achten, weil ich nicht mehr so viele habe. So. Achso, du hast keinen Bock runterzukommen. Verstehe ich. So. Bin ich hier noch safe? Yes. Bist du da hinten safe? Yes. Hey, ich hab mal getroffen. Bei da könnte ich runterfallen und zu dem hinlaufen. Ah! Okay. Die Explosion hat mir einfach geschadet. Porten Sie sich da bitte wieder weg. Also zwei Schüsse kriege ich rein, bevor er sich wieder wegportet. Wenn ich treffe. Vorausgesetzt, ne? So, verpiss dich da hinten, weil da mache ich dir nicht so viel Schaden. So, und eins, zweimal noch, dann haben wir den endlich weg. Dann können wir uns ja auch mal in Ruhe umschauen. Einmal noch. So. Endlich Ruhe. Die Kristallschriftrolle. Schön. Jetzt können wir uns auch mal umschauen. Was ist hier jetzt? Eine Leiter. Nee. Erstmal weiter gucken. Die Sache ist, wenn ich den im ersten Raum damals einfach ignoriert hätte, wäre der gar nicht erst hier, hätte sich gar nicht erst weggeportet.
Und ich hätte einfach in Ruhe mich umschauen können. So. Schauen wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen um. Kann ich über Code Vein sprechen? Jo, Code Vein ist bisher auf jeden Fall ziemlich... Natürlich. Das ist natürlich, weil er eine Falle. Ziemlich cool. Ist es eher so ein... Anime... Oh, hi. Co-op Dark Souls, sage ich mal. Würde ich es am ehesten sogar so beschreiben. Weil man eigentlich so ziemlich dauerhaft im Co-op rumläuft. Was ich aber ziemlich cool finde eigentlich. Also ich glaube, das Spiel ist auch wirklich darauf ausgelegt, dass man das auch wirklich nutzt die ganze Zeit. Weil alles alleine? Yikes. Omega-Yikes. Das würde mich wahrscheinlich töten die ganze Zeit. So, ich gucke nochmal kurz. Das ist direkt hier am Anfang, ne? Wo hängt der denn fest? Jo.